Well, I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock and empathy, my DL. So come, let's go. Das Zelt, entstanden an der Expo 02, hat sich in den letzten Jahren zum größten und wichtigsten Anbieter im Bereich Schweizer Unterhaltungsevents entwickelt. Der gesellschaftliche Höhepunkt ist die Gala in Zürich mit viel Prominenz. Auf welchen Akt freuen Sie sich am meisten heute Abend? Ja, ich freue mich eigentlich aufs ganze Programm. Der Massimo, auf den freue ich mich ganz besonders, der sollte nämlich super sein. Ich freue mich auf das Gesamtbouquet von Rocky Bröckelmann, Bubenträum, Philipp Funkhaus, Bliss. Das sind Profis am Start, die in einer extrem bunten Show die Pointen zünden werden und direkt auf die Emotionen spielen werden. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Massimo Rocchi. Ich habe, glaube ich, alle seine Programme gesehen. Ich reise ihm nach. Und ich finde ihn natürlich, weil er nicht nur als Kabarettist, sondern auch mimisch und gestisch so stark ist, ich finde ihn jedes Mal ein Erlebnis. Ich freue mich eigentlich auf den Akt am meisten, meinen Ehemann, weil den sehe ich sonst nicht bin so ich oft. Ich kann auch keinen, manchmal vielleicht. Nein. Eigentlich auch das Swiss Jazz Orchestra. Ich bin ein Fan von Musik generell natürlich, wenn man aus Luzern kommt, mit dem KKL. Und Jazz ist schon meine Lieblingssparte. Es ist die falsche Zeit und der falsche Ort. Und die Schuhe sind durch, hat mehr das falsche Gesicht. Es ist nicht schief gesehen und doch so reizt uns Gesicht. Das gehört so für mich. Was ist die Neuheit dieses Jahr? Neu ist sicherlich, dass wir jetzt, nachdem wir sehr stark in der Vergangenheit in die Shows investiert haben, investieren immer mehr auch in das Gesamterlebnis, in die VIP-Zone. Es gibt jetzt auch eine Unterhaltung außerhalb der Showzelte. Viel Dank, da macht jeweils ein Mitternachtskonzert. Es gibt die Lounge, die Leute treffen sich und es ist so eigentlich ein Ausgehort, losgelöst von den Shows. Werden Sie sich noch weitere Show-Acts anschauen? Ja, sicher, ja. Das interessiert mich sehr. Was bringt Sie zum Lachen? Missverständnisse bringen mich immer extrem zum Lachen. Wirklich guter Humor und kein Sarkasmus. Ich habe natürlich immer Freude, wenn die Leute wirklich einen guten Witz erzählen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, hat ATV, der Kooperationspartner von Das Zelt, über alle Künstler einen Beitrag gedreht. Diese Beiträge finden Sie auf daszelt.ch und auf der ATV-Sonderseite. Mögen Sie Comedy? Ja, natürlich. Wer lacht nicht gerne? Alle.